So, hallo Leute, herzlich willkommen zum ersten Let's Play Prince of Persia: The Pharaoh Within von mir. Ich habe ja im vorigen Video schon angekündigt, wie dieses Spiel so vonstatten geht. Und nee, ich werde nicht gespeichertes Spiel laden, sondern ein neues Spiel auf Hard. Ich bin schon durch einmal, aber wir werden es einfach nochmal spielen. So, jetzt kommt eine Videosequenz, da bin ich dann mal ruhig. Also bis gleich. Der Haker. Jetzt sind wir hier auf einem Schiff und mal gucken, wieso, weshalb. Schauen wir mal. Okay, warum auch immer die mich töten will, das werden wir ganz, ganz später noch erfahren. Oh. Jo, jetzt geht's hier direkt los. Ihr seht, die Grafik ist jetzt nicht so berauschend. Es liegt zum einen daran, dass das Spiel schon ziemlich alt ist. Zum anderen liegt es daran, dass ich jetzt keine HD-Videos mehr machen werde. So, okay, es geht halt gleich schon los. Also, Kampfszenen ohne Ende gibt's in Prince of Persia. Die Waffen von besiegten Gegnern immer schön aufnehmen, denn in Zusatzfeatures gibt es dann noch so eine Kategorie Waffen. So, ihr habt gerade eben Sand gesehen. Das ist jetzt noch nicht wichtig, aber es kommt noch. So, das hier ist eine Combo, und zwar ECC ist es bei mir, also über den Gegner drüber, und dann können wir den so besiegen. Egal wie stark, solange es nur ein einzelner Gegner ist.
Sollte da noch ein anderer Gegner sein, könnte der den retten. Genau so. Das hier ist momentan noch die effektivste Combo gewesen. Und zwar drüber springen und zweimal linke Maustaste. Das tötet die momentan noch total. Aber ich will natürlich auch andere Combos ausführen für euch. So. Das war ein Triple Kill, ganz klassisch. So, muss ich hier lang? Nein, nein, Prinz, nein, nein, nicht zurück. Ja, wärmer, wärmer, heiß, 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 ja. Ja, natürlich, ist klar. So, okay, jetzt sind wir hier unten. Ihr seht, unsere Lebensanzeige füllt sich, wenn wir Wasser trinken. Wir können jedes Wasser trinken, egal wie ekelhaft es ist. Oh ja, hier seht ihr jetzt noch ein Combo. Man kann sich um diese Stange hier drumrum winden und dadurch allen mal die Köpfe abschlagen. Ja, hier Wandlauf geht nicht, weil wir im Wasser sind. Das wollte ich damit auch mal kurz gezeigt haben. Okay. Naja, ist ja der Prinz, der darf das. Oh, ein Seil, das zufälligerweise von der Decke hängt. Oh, das gibt Kopfschmerzen. Das hätte auch der Typ gerade eben machen können. Aber der ist halt nicht der Prinz. So, weiter geht's mit der Kampfszene. Jo. Das werdet ihr noch einige Male sehen. In Prince of Persia. So, das hier war gerettet. Und im Normalfall kontert man, indem man Wandlauf drückt. Bei mir ist es Steuerung. Bei euch ist es vielleicht linke Maustaste oder sonst was. Ich weiß es nicht. Und das da war gerade ein Bug. Ich habe gerade eben nur angetäuscht zu kontern und tot war er. Okay, und jetzt? Kurze Videosequenz. Ja. Yeah. Ach, denkst du das? Autsch, 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 autsch. Das war gleich mal ein Fail. Und Konter. Diese hier ist schon etwas schwerer als Gegnerin. Ich bin auch einmal versagt. Also ich habe schon mehrere Male versagt bei ihr, aber wenn man... Aber an der nur versagt, weil man hier noch keine Fähigkeiten für den Sand hat. Wenn man dann irgendwann mal Sand hat, gehen die Kämpfe um einiges einfacher. Ihr seht hier, ich kontere nur, weil das einfach die beste Möglichkeit ist. Aber ehrlich, ey, wie kannst du es nur wagen, dem Prinzen eine Narbe zu verpassen? Yay. Man kann sich eben, wie ihr gesehen habt, auch an die Wand lehnen und dann linke Maustaste machen. Und dann macht der Prinz so einen Vorstoß irgendwie. Zack. Ja, toll. Und das war's schon. Ich werde jetzt ganz einfach neu starten. Hier, ihr habt's gesehen. Ich habe das einfach mal so gemacht. Und jetzt seht ihr hier auch. Wenn man eine Videosequenz schon mal hatte, kann man eine Taste drücken und dann kann man die schnell vorspulen. So. Und weiter geht's mit dem Kampf. Und wir failen hier gerade mal wieder, beziehungsweise ich. Hier könnt ihr halt nicht sagen, ja, mach dies, mach das. Das geht nämlich hier kaum. Hier hat man einen vorbestimmten Weg. Man kann zwar immer mal wieder einen anderen Weg nehmen, aber der sollte dann nicht genommen werden. Also zumindest offiziell nicht. Ja, wo ihr die Wahl habt, ist, ob ihr jetzt HD-Videos sehen wollt oder nur diese schlechtere Qualität. Weil ich habe das jetzt mit dem Windows Movie Maker gemacht. Davor habe ich es mit Vegas Pro gemacht und der Unterschied ist wirklich eindeutig.
Also die Qualität ist wirklich um einiges besser, muss man sagen. Aber ich musste es dann 4 Stunden lang, also 2 Stunden rendern und nochmal 2 Stunden kodieren, also entkodieren eigentlich. Nee, kodieren mit dem H264 Codec. Ihr habt hier gerade eine kurze Sequenz gesehen und zwar muss ich da linke Maustaste drücken, um dieses kleine Battle da zu gewinnen. Unsere Lebensenergie ist ziemlich lau, aber das Gute ist, wir können sie überhaupt nicht besiegen. Oder vielleicht doch, aber ich habe es bisher noch nicht geschafft. Ja, genau. Mach. Schöne Aktion irgendwie. Und komm jetzt noch einmal. Komm. Oh je. Ob wir es schaffen? Ja. Geschlagen von einem Mädchen. Was für eine Pein für den Prinzen. Das heißt was? Danke für den Optimismus. Dem Schicksal. Ich mag solche kleinen Bugs in Prince of Persia: Valhalla Within. Sind ziemlich lustig anzugucken. So, jetzt heißt es hier laden und nun. Das war übrigens die Vorgeschichte zu dem, wieso wir auf dem Schiff waren. Denn wir wollten ja zur Insel der Zeit, aber irgendwie wurden wir da von dieser Frau in Schwarz dort abgefangen. So, das hier ist jetzt das Tutorial-Level sozusagen. Hier lernen wir dann die Bewegung. Da werde ich allerdings nicht allzu viel dazu sagen. Nur so die Grundsachen. So, jetzt können wir hier jetzt erstmal die Raben plätten. So. Nee, ja, doch. Hier wollten wir nicht hin. So, stirb. So, die Kameraperspektive ist etwas schlecht in Prince of Persia. Man stirbt häufig deshalb. Also wirklich häufig. Ihr habt gesehen, auch dort das Wasser konnte man trinken. Hier ist noch eine Artwork-Truhe. Diese Artwork-Truhen sind jetzt nichts Wichtiges für den Spielverlauf, aber man kriegt am Ende solche Zusatzfeatures und ich werde euch nicht unbedingt alle zeigen, weil ich die meisten schon gefunden habe. Aber wenn welche halt in der Nähe sind, dann kann ich die natürlich auch zerstören. Beziehungsweise öffnen oder was auch immer. So, hier ist ein Speicherstand.
Dann werde ich hier einfach mal Cut machen. Bis dann. Ciao.